Sie sind gute Verkäufer und noch bessere Entertainer, Marktschreier. Am Wochenende haben Sie auf dem Steintorplatz in Hannover mal wieder Ihre Waren angepriesen. Und Wurst-Achim war der lauteste von allen. In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich natürlich ganz besondere Sprüche für seine Kunden und seine Marktschreierkollegen ausgedacht. Sarah Büttner. Zweimal im Jahr schlägt die Gilde der Marktschreier in Hannover auf. Letzte Woche war es wieder soweit. Aalachsel, Käserudi, Nudelkiri und Co. brüllten um die Wette. Von Süßigkeiten über Nudeln bis zu Pflanzen wurde alles verscherbelt. Der Star unter ihnen war natürlich auch anwesend. Dann haben wir hier von der dicken Heidewurst. Ja! Ja! Wurst-Achim, der eigentlich Joachim Pfaff heißt, ist der lauteste von allen. Mit bis zu 110 Dezibel preist er seinen Schinken an und macht sich über seine Mitstreiter lustig. Seine Stimme hat ihn dabei noch nie im Stich gelassen. Ja, da gibt es ein Geheimnis bei. Wir beherrschen eine Atemtechnik als Marktschreier, damit man nicht heiser wird, egal wie lange und wie viel ich schreie. Ich schreie übers Zwerchfell. Ich atme übers Zwerchfell und dann werde ich nicht heiser. In Bestzeiten sind bei dem Wurstverkäufer 20 Tonnen Fleisch in 4 Tagen über die Theke gegangen. Guck mal, da ist mehr Fleisch drin, als wie der hässliche Nudelverkäufer Krampfadern hat. Über seine harten Sprüche ist ihm keiner böse. Immer lustig mit Ihnen, ich gehe regelmäßig her. Mittlerweile ist Joachim Pfaff seit 25 Jahren als Marktschreier unterwegs. Super, ist ein schönes Gefühl, aber gleichzeitig kommt man ein bisschen zum Nachdenken, weil 25 Jahre sind schon weg. Also es werden danach keine 25 Jahre in meinem Arbeitsleben als Marktschreier mehr kommen. Vielleicht noch 10, 12. Ja, also es nähert sich langsam Ende. Das letzte Drittel hat begonnen. Wer ihn noch nicht kennt, hat also noch ein bisschen Zeit, das zu ändern. Ja, das ist